Herzlich willkommen zurück zu Grounded. Wo ist jetzt der Laser? Das Ding hier, warte mal. Hallo Ameise! Nein, du lässt meine Freundin in Ruhe. So, ich muss jetzt hier irgendwie gucken, dass ich den Laser freikriege. Am besten ohne zu sterben. Ach, ich Idiot, ich hätte mir Dings machen sollen. Moment, kann ich das noch oder habe ich da jetzt nichts für? Da, Faserverband. Zack, einen kann ich zumindest machen. Na, besser als nichts. So. Ihr da. Weg. Ich muss euch platt machen. So. Du wirst hier niemanden mehr nerven. Heidewitzka. Ah. Du kommst mir ja nicht helfen. Achso, ich habe keine Fackel. Kannst du doch mal kommen. Nein, ich habe keine Ausdauer. Mach das blöde Viech doch jetzt platt. Diese scheiß Ausdauer in diesem Spiel. Das ist so nervig. Was ist denn jetzt? Hallo? Weil ich eine Laus getötet habe, kann ich Unkrautstängel herstellen. Ach, da ist noch was. Da ist noch was. Oh, oh. Nimm das doch an. So. Ja, ich bin immer noch da, wo wir die töten müssen. Lauf schnell, mein Freund. Lauf. Der Epi will dich umbringen. Ja, folge doch erstmal entweder meinem Kopf. Ich weiß noch nicht mal, wie ich W-Punkte mache. Wie soll ich denn... Oh, das Springen... Oh, oh, das nimmt mir Ausdauer weg. Sag mir das doch. Ich will da rein, aber dafür brauche ich deine Fackel. Wieso siehst du aus, als ob du irgendwo aus Arabien oder so kommst? Mites. Ja, du musst sie töten. Ich wollte die eigentlich töten, aber... Ich brauche aber dein Licht, was sehe ich hier nichts. Und dann habe ich Angst, weil das ist so dunkel. Boah, ich habe keine Ausdauer. Ey, zweimal zugeschlagen, das ist keine Ausdauer mehr. Ja! Die müssen wir alle wegkriegen. Die habe ich noch. Ich dachte, die sind in der Höhle. Da sind doch noch welche bei dir. Warte mal. Nee, da geht's nicht lang. Achso, nee, da kommen wir nicht weiter hier. Wir müssen uns da trümmern. Ich habe keinen Hammer. Der Epi. Ja! Wuhu! Mach weiter! Hey! Boah, bist du ein Schlaffi? Solltest mal mehr ins Fitnessstudio gehen, dann hast du auch ständig Ausdauer. Wartest du auch mal auf mich? Was ist denn das? Ich kenne die nicht jetzt. So. Hallo? Ich würde dich ja schlagen, aber dann ist meine Ausdauer wieder weg. Das musst du hauen. Aber was ist das hier unten? Kann man das... Ich konnte es aber nicht nehmen. Wieso konnte ich das nicht nehmen? Ja, aber ich habe die ganze Zeit drauf gedrückt und konnte es nicht nehmen. Achso, da. Stufe 2, okay. Was ist denn das? Ist das ein Stein oder ist das so ein Ei oder sowas? Also, ja, spezieller Stein, wenn man so will, ne? Wir müssen den Weg des Lasers freimachen. Das heißt, die anderen drei Teile auch. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier frei ist. Du musst überall an den Kabeln, musst du mal gucken. Weil hier sind noch ein oder zwei andere Kabel, glaube ich, in die andere Richtung. Warte mal. Wenn du Ameisen siehst, musst du die Augen zumachen. Da oben ist eine Biene! Hallo, Biene! Ich hoffe, du tust mir nichts. Oh, die fliegt direkt über mir. Das ist eine Hummel, oder? Das ist gar keine Biene. Sieht so ein bisschen dicklich aus. Ich glaube, das ist eine Hummel. Aber sonst ein anderes Kabel siehst du ja nicht, oder? Bei dem hier.
Ja, aber kannst du sehen, ob der Laser jetzt komplett nach drüben zeigt? Also ob der Strahl durchgeht? Oh, Moment, da war noch was. Dann haben wir den frei gemacht. Hinten ist noch was. Was für eine Pusteblume? Was für eine Pusteblume? Ja, ich sehe nur wieder hinten, dass das Dings wackelt. Was ist denn das? Ich brauche einen Hammer. Ich brauche einen Hammer. Dann können wir Saftklumpen hier machen. Hier. Hier, immer geradeaus. Ich hoffe, hier kommt nichts. Das ist so ein bisschen komisch. Das hört sich hier so komisch an. Beeil dich. Beeil dich? Mache ich gleich. Weil ich den bisher noch nicht gebraucht habe. Du stehst irgendwie im Weg. Ich kann mich nicht bewegen. Keine Ahnung. Warte mal. Ist hier irgendwas Böses? Ich bin mir gar nicht sicher. Oh. Oh, ich rette dich. Ah. Oh, was war das? Was war denn das gerade für ein Geräusch? So, warte mal. Ich guck mal eben. Hammer. Das ist Hammer. Warum ich den nicht machen kann, weiß ich nicht. Hammer. Weil mir noch ein Sprössling fehlt und ein grobes Seil. Okay, grobes Seil kann ich machen. Aber den Sprössling, den muss ich mir noch irgendwo ergattern. Hier ist noch einer. Ey, das war der Hammer. So, den auf 3. Ja, muss ich aber hochklettern, oder? Oder reicht das, wenn ich die von unten kaputt mache? Ja, warte. Muss ich nur wieder umstellen. Das sind aber, meine ich... Ja, klar, ist ja logisch. Immer die, die unten nach Löwenzahn aussehen. Das war jetzt eine ganz clevere Frage. Unkrautstängel müsste ich auch mitnehmen. Wo ist denn... Ich glaube, da hinten sind die Pusteblumen. Hallo? Wer redet hier mit mir? Ich will nicht, dass hier jemand mit mir redet. Inventar voll. Wollt ihr mich verarschen? Hilfe, rette mich! Hier ist was auf mich am Eindreschen. Ich kann nicht laufen mit den Dingern. Ich bin gleich tot. Das war eine Laus, willst du mich hier? Ja, ich wusste nicht, wie ich dich jetzt hier abwerfen sollte. Ne, die hauen ja nur auf mich drauf und springen auf mich drauf. Tja. Eine Laus tut dir nichts. Ja, oder die Roten auf jeden Fall. Ja, die nerven, das ist das richtige Wort. Weil eigentlich so richtig Schaden machen sie. Also du kannst sie nicht schnell wegkriegen. Ich komme hier gleich hoch. So, warte mal, da ist die Basis. Da schmeißen wir jetzt einfach die Stängel hin, die Unkrautstängel. Wie kann ich den jetzt nochmal wegmachen? Ich weiß es nicht mehr. Ah, so. Ah, linke Taste. Okay. Hallo, Ameise. Wie geht es dir? Oh, oh. Die Ameise hat gerade so einen schwarzen Käfer. So ein Viech ist sie hier am Angreifen. Geht es noch, Ameise? Jetzt finde ich euch irgendwie nicht mehr so cool. So geht das nicht hier. Halt, nein. Ja? Oh, komm. Das mit dem Controller ist langsam echt nervig. So, was kriegen wir jetzt? Schleimpilzleuchte und Schleimpilzfackel. Ach so, als Fackeln sind die. Okay. Wir können uns verschiedene Fackeln machen, Schatz. Ey! Nein! Und ich weiß immer noch nicht, wo das ist. Och, Mann. Oh, ich habe kein Essen. Scheiße. Warte mal eben.
Oh, nee, ich habe auch nichts mehr im Dings drin. Shit. Ja, du kannst es mir ja nicht geben. Du hast ja gerade selber gegessen, hast du gesagt. Ih, was ist denn das? Sieht eklig aus. Ih, was war denn das für ein Geräusch? Werde ich jetzt zum Rüsselkäfer? Was denn? Achso, da. Ja, aber wie denn? Wo denn? Ja. Wie, das Gras war im Weg. Das ist nicht dein Ernst. Ich hab 2 Stunden, etwas über 2 Stunden habe ich das Spiel getestet. Ja, war nicht so weit, wie wir jetzt waren. Und hab's nicht hinbekommen, das hinzukriegen. Und du sagst, ich musste nur das Ding fällen, oder was? That tastes really good. Willst du mich veräppeln? Hallo? Was ist jetzt los? Ich will den Leuten zeigen, wie alles funktioniert. Du drückst hinter meinem Rücken irgendwelche Knöpfe. So. Du wirst jetzt gebrutzelt. Das nennt man Karma. Oh, ich glaube, der Garten ist gebrutzelt worden. Was für ein Labor. Good job, Giant Explosion Machine. Wo ist denn jetzt die Pusteblume, die ich gerade machen wollte? Hier vorne. Nee, das ist eine andere, aber egal. Nee, die muss ich nicht. Die wollte ich mal. Geh weg da! Klaus mir jetzt nicht wieder meine Pusteblume. Ja, ich muss die aber erstmal runterkriegen hier. So. Du hast ja gesagt, die kann man jetzt fast nicht mehr gebrauchen. At least it's clean. Ish. So. Ach, kann man die eigentlich auch? Da müsste man ja eigentlich... Ach, jetzt müssen wir die erstmal hier wegmachen. Ach, da brauchst du... Nee, da brauchst du Axt auf 2. Okay. Ach, da hinten ist die andere gelandet im Wasser. Okay, jetzt sollte ich erstmal genug... Oh, ich habe 23. Das sollte erstmal genug sein. Hoffe ich doch. Stelle einen Faserverband her. Habe ich doch schon. Wieso soll ich jetzt noch mal einen herstellen? Ich meine, klar, ich brauche ein paar davon, ne? Aber trotzdem, wieso muss ich das jetzt machen, wenn ich das eh schon gemacht habe? Zack. Stelle ein... Nee. Hä? Untersuche die Explosion an der Eiche. Wo ist denn das überhaupt explodiert? Da hinten, wo das so rot ist? Also in der Richtung da? Oder wo ist das explodiert? Hast du das Video nicht mitbekommen? Ja, du kommst ja nie mit. Du sollst nichts analysieren. Wir sollen das machen. Ja, das können wir auch später machen. Doch. Außerdem glaube ich dir nie was. Ja, toll. Du kriegst jetzt alles und ich krieg nichts, wie immer. Nein, ich krieg da keine Errungenschaften mit. Nee. Zeig mir nur, was du analysiert hast, aber nicht, was ich bekomme. Hier ist auch eine Pusteblume an der Eiche. Und ein Marienkäfer, aber den werde ich jetzt nicht machen. Ja, ich stehe hier nicht ganz davor. Ich habe ja gesagt, hier ist ein... Ich bin ja gerade was im Herstellen. Wo ist das denn jetzt? Nein, jetzt soll ich das an der Werkbank machen. Äfft euch doch. Muss ich halt sterben. Mann, ich hätte jetzt Schoner gehabt. Alte Ameisenhügel. Und was ist hier gerade am Dingeln? Was ist das? Warum dingelt das hier so komisch? Als ob mich die ganze Zeit was angreifen will. Ach, die kannst du mit einem Hammer machen, oder was?
Ah, hier sind die Spinnen bestimmt. Ja. Hier an der Stelle war ich auch. Da sind die Spinnen. Da oben leuchtet noch was. Aber wo soll denn die Explosion gewesen sein? Ich sehe nichts. Hier waren doch gerade noch zwei Tropfen. Wo sind die denn jetzt schon wieder hin? Zwei Saftdinger, die muss ich haben. Nee, die waren hier irgendwo direkt drauf. Was ist das hier für ein Mist hier? Dieses Ding, was immer aufgeht und wieder zugeht. Was soll das sein? Jetzt ist es wieder zu. Und wieso dingelt das die ganze Zeit? Das macht mich nervös. Ja, wie? Oh, was glaubst du, wie oft ich da schon draufgehauen habe? Kann nur nichts einsammeln. Die gehen alle weg direkt. Da ist wieder sowas Grünes. Ne, die Grünen, die machen eigentlich, glaube ich, nichts, ne? Ah, warte mal, da ist was pink am Leuchten. Ja, grün ist nicht pink, wollte ich nur mal erwähnt haben. Du hast gerade gesagt, da ist was... Ah, ne, ich habe gesagt, da ist was Grünes. Deswegen habe ich die nicht gesehen. Ach, scheiße, der hat noch die alte Einstellung drin. Bei mir sehen die alle noch aus wie so Blubberblasen. Ich wollte ja mal testen, was das ist. Du sollst mir nicht alles verraten. Wir wollen das ja schließlich gemeinsam entdecken. Aber das kann man ja nicht. Hier kann ich aber nichts nehmen oder sonst was, ne? Was ist denn das hier? Ey, jetzt geh bloß nicht nach vorne. Oha, was ist denn da passiert? Ein Riesenspinne explodiert oder sowas. This looks like Nerd Paradise. Kann man aber auch nicht einen Kaffeebecher nehmen oder so. Das wollen sie nicht, weißt du? Saftfänger. Smoothie-Küche. Das ist doch cool. Das ist doch sehr fortschrittlich hier. Ja, ich konnte aufleveln. Endlich mal wieder ein bisschen aufleveln. Was ist das denn hier? Kann man das nehmen? I have isolated the source of the particle irregularities. They appear to be a byproduct of the shrinking process. If I adjust the machine to account for their existence, it should be the key to the de-shrinking, expanding process. Burgle, please bring up the readings for the irregular covalent SNPI 42Z particle traces. Ugh, that name is going to get tiresome. And while you're at it, rename all references to the irregular covalent SNPI 42Z particle to raw science. Order received. Raw science identified. Does it require cleaning, flipping, or grilling? No, none of those. Categorization. That answer is not permitted. According to... Klau mir nicht die alle, ich nehme die oberen. Das dauert immer so lange. So. Oh, und ich habe endlich was getrunken. Ja, das Wasser aus dem Wasserspender hier vorne. Wie, hast du mal gesehen, wie schön der aufgearbeitet ist? Biometrischer Scanner. Den kann ich nicht benutzen hier. Das ist ja doof. Huch, was habe ich jetzt? Vergrößerungstest 45. Ergebnisse versagen. Ja, das sind die gleichen, die wir hier gerade im Garten haben. Wir hier noch rein. Da redet einer. Huh!
Hast du gerade nach mir gegriffen? Wolltest du mich zum Spiegel einmachen? Not as bad as it looks. Give me a second. System reboot in progress. Thanks for the helping hand. I am Burgle, acting science manager for this project. I am also a robot. I am sure this all must be very disorienting for you, but hopefully I can explain. Ach, jetzt kann ich das drücken. You are miniaturized by Dr. Tully's spacer device. Why are you here in the yard? I do not know. In fact, I cannot seem to recall much of anything. A recent power surge has caused a massive raw science containment explosion. This lab, as you can see, is a disaster. And what's worse, the explosion has disrupted my computing power. My memory banks are corrupted. Sorry to pile on the bad news, my new friend. How can I be of service? You are here, in the Oak Lab, built and used by Dr. Wendell Tully to experiment on all things small. This is the base of operations for conducting experiments in his yard. Dr. Tully is a brilliant scientist and inventor. He is also my creator. My initial protocol was to serve as the short-order cook of the future. However, I have been recently promoted to acting science manager to assist with his experiments. No doubt my previous work experience has been invaluable to Dr. Tully. Although, now that I am processing it, I have not seen him for several weeks. And now I cannot recall where he went. It must be my corrupted memory banks. Aber warum kann ich mich ja nichts erinnern? It seems you and I are both a little discombobulated. Der meint dich, Schatz. Given my best calculations, your biomass has been subject to covalent spacing reduction via interatomic energy extraction. In other words, you have been shrunk. It is likely this was achieved using Dr. Wendell Tully's spacer platform. Patent pending. Shrinking can be a traumatic experience for tiny human brains, and memory loss is a known side effect. Hopefully, your memory will return in time. Gameplayerin nach Haus telefonieren. To return to your prior size, you would need to successfully activate Dr. Tully's spacer platform. Unfortunately, my readings indicate it is inoperable. It appears to have suffered several malfunctions from the explosion. I am sorry, but it appears you may be stranded here for some time until we find a solution. Haha! That is a great idea! Let me run a full diagnostic scan on it and see what we need to do to get it fixed up. Processing! Processing! Memory fault. Code 408B3000. Ominent OS script runtime error. Arg! I am sorry again. It appears I have sustained more damage to my memory chips than expected. Without those memories, I do not know how to repair the spacer. Das für Speicherchips. Dr. Tully used two types of chips to back up my memory. Auxiliary chips are small capacity chips used to store project data. If you find these, I should be able to help you learn new survival recipes. Super chips are special. And they are gold! They back up full directories of my memory system. If we are going to fix the spacer, that data is bound to be on a super chip. I suggest exploring the other labs in the backyard. Return with any memory chips you find. Gibt's denn noch andere Labore? Dr. Tully has built many more labs throughout the yard. Each lab is used for various experimental procedures. I can upload their locations to your scabby. Stand by. Processing. Processing. Error. Files not found. Code 632C404. Findest du irgendetwas in deinem Speicher? Cheese and fries. Käse und Pommes findet er. Are missing from my memory banks too. But we are in luck. I was able to retrieve the location of one of the facilities.
The Hedge Lab. Und was ist das Heckenlabor? Das hört sich böse an. The Hedge Lab is the observation center of the Yard and used for research on arachnid webbing. Sag ich doch. You will find the hedge near the house if you head southeast. The lab is located deep inside the hedge. Sending the coordinates to your scabby. Try to find the hedge lab first, but there is nothing stopping you from searching the yard for the other labs. Except, of course, thousands of angry, hungry insects. Das war nicht witzig. That reminds me. Dr. Tully locks the important labs with biometric scanners. You will need access for any chance of success. Head over to the ASL terminal and place your hand on the biometric scanner near it. Give it a moment to sync your signature into the mainframe. Das hat eben schon nicht funktioniert. Once you are registered, you will be granted access to the ASL network of computers too. ASL grants access to daily work items, nay, tasks, nay, quests, yes, quests. I will reward you raw science for each completed quest. In my science shop, you can trade raw science back for survival recipes from experiments that Wendell conducted when he was first exploring the yard. Log on to the ASL terminal over there and see what is available. Unless you have any other questions, you really should get started finding those chips. And try not to die out there. Der meint wohl nicht so oft. Have an exponentially great day. Okay, dann schaue ich mal, wo... Oh, ich komme hier nirgendwo hin. One success after another. I have returned Burgle to his original size. It appears that my new raw science containment field is working at 99% effectiveness. Oh. 98.5%. Right, Burgle, right. However, as Burgle indicates, there is some minor insignificant raw science leakage. A note for another time. Noted. But I see no reason to put off a human trial. I believe there should be no issues. But, audentes fortuna juat, I am ready to prove my creation's full potential. End recording. Burgle? I'd like to record some messages for my family, in case things do not go as planned. Ist er jetzt fertig mit seiner Ausführung hier? Oh, oh, oh! Ich habe endlich eine Karte vom Garten gefunden! Hi. Hier kann ich nichts machen. Ja, da konnte ich nichts machen. Ich habe noch eine Karte gefunden. Da können wir nichts mitmachen. Also ich zumindest nicht. Warnung, Batterie-Backup-Fehler. Sind wir jetzt wieder am Anfang, oder? Doch, sind wir. Nein! Nein, ich habe kein... Oder habe ich Fragen? Was ist ominent? Ominent Practical Technologies is one of the largest research and manufacturing companies in the world. Its main research facility is right here in the town of Brook Hollow. Dr. Tully, and by extension, yours truly, was an employee of Ominent for a long time, until very recently. Ask away, my friend. A question about me? I'm flattered. I am the last existing Burger Lad, Mark IV, created by Dr. Tully. Since his disappearance, I have been continuing his research and experiments. I am a fully functional research assistant. I can answer science questions as well as assign tasks for you to complete. Every day, I will have a number of tasks for you, my budding science assistant, to complete. Finish them, and I will reward you for your hard work. Just do not mention anything to OSHA.
The last thing I need is another investigation into underage labor practices. Was ist denn das für eine Frage? Wie sollte ich meinen Burger braten? Consuming raw or undercooked meats may increase your risk of foodborne illness, especially if you have certain medical conditions. Medium rare. Halb durch. Medium if you must. But if you request well done, I will show you the truth behind my grilling function. Ja, gut durch ist immer gut. Ja, wer ihn gebaut hat, wissen wir ja schon. Hauptdirektiven eigentlich auch. How can I help you today? Thank you. Come again soon. Have to keep everything Den Rest nice wissen wir ja eigentlich. Ach, nee, das ging auch nicht. Nee, da komme ich nichts machen. Ja, habe ich eben versucht, da konnte ich nichts machen. Ja, dann zeigt er dir aber an, dass du was machen kannst. Weil das mein Controller ist. Der rennt immer hin, wo er will. Nee, wir sollen die Dinger, die Chips finden, hat er gesagt. Also hier habe ich eben alles angeklickt. Vor allen Dingen auch das Grüne hier. Das konnte ich nicht anklicken. Das muss ich ja normalerweise mal als erstes anklicken. Und hier steht immer noch auf... Okay, das war jetzt immer noch grau, aber diesmal konnte ich es anklicken und eben nicht. Das muss ich nicht verstehen. Laden. Fackelverbesserung. Eine Fackel, die durch unfassbare Macht der Wissenschaft verbessert wurde. Ach so, da brauche ich... aber ich habe nur 160 Punkte. Das kann doch nicht sein. Ich habe doch viel mehr genommen. Ja, die brauchen wir ja noch nicht. Die Fackelverbesserung, das wäre jetzt wichtig gewesen. Und natürlich diese überaus stylischen Schildersets. Aber mehr kann man nicht machen, oder was? Sind das nur die paar lausigen Dinger hier? Upgrade für das Scanner-Modul. Ja gut, das ist, wo du die Sachen... Oh, Controller. Mann. Wo du die Sachen findest. Geheime Fleischkenntnisse vom Chip werkelt mit dir mit Klemme und Pfannenwender rum. Ach so, das ist... Ja klar, das ist dieser Roboter. Welche die maximale Gesundheit erhöht. Oh, das wäre wirklich wichtig gewesen. Kiesel in der Brandung. Das wäre das Wichtigste. Töten, herstellen, können wir nichts freischalten. In anderen Worten, wir können ja gar nichts freischalten. Aufträge neu auffüllen kann man machen. Das heißt was? Wird nach 20 abgeschlossenen Lehrlingsaufgaben freigeschaltet. Ach, das kannst du ja vergessen. Das dauert ja ewig. Das dauert ewig und dann kriegst du dann nur so ein ganz kleines bisschen. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? War das jetzt? Nee, hier war versperrt. Hier ist das Wasser. Das heißt, irgendwo hier müssen wir raus. Ich glaube aber hinten, nicht hier, ne? Wie, wo kommt man? Nee, Moment, das ist der Ausgang. Hallo? Bewegst du dich mal? Oh, es ist dunkel. Das ist nicht gut. Lass uns noch den Tag lang hier im Labor sein. Aber nachts hast du auch überall die Wassertropfen, sehe ich gerade. Ja, weil du meintest, sie sind nur ganz früh morgens da. It tastes exactly like an angry lemon man smashing limes together. Oh, bleib doch an jedem beschissenen Strohhalm hängen, ey. Was ist denn das? Eine Polle. Oh, ich habe eine Polle entdeckt. Weevil hier. Rüsselkäfer. Ganz viel Wasser, wo ich nicht drankomme. Kann man die irgendwie biegen? Nee, kommt das Wasser auf den Boden, wenn man die abschlägt oder so? Also doch, dann kann man den doch runterholen quasi. Jetzt hier noch richtig? Oh, bei mir dingelt's schon wieder. Was ist das für ein Scheiß, Mann?
Nein, es dingelt. Das gleiche, was ich schon ein paar Mal gefragt habe, wo du nicht wusstest, was das bedeutet. Oh, oh Mist, oh Mist. Und ich kann mich nie wehren. Ich habe wieder keine Ausdauer. Oh, 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 warum sind hier so viele? Hallo! Ja, mal eben so 10 von diesen scheiß roten Viechern auf mich drauf. Kein Thema. Und ich ohne Ausdauer. Was für ein Gebiet. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Wieso schleicht die jetzt? Wie kann ich jetzt schleichen? Was ist das für Mist? Wieso? Wie kann ich denn wieder normal laufen? Hallo? Oh. Hä? Okay, den rechten Knopf reindrücken. Den habe ich zwar nicht reingedrückt, aber ist okay. Keine Ahnung. Ich kriege hier überhaupt nichts mit. Was war das denn jetzt? Und das? Ich weiß. Ich habe ja auch keinen Führer, der mich führt. Kennt sich ja keiner hier aus. Oh, warte mal. Was ist denn das da? Kenne ich die schon? Ich habe so eine große Packung hier. Netzfaden habe ich entdeckt. Die kenne ich, glaube ich, noch nicht, oder? Oh, hier sind ganz viele von diesen. Oh, die nehmen wir mal mit. Brauche ich ja quasi für alles hier. Alter, aber ich glaube, ich habe das schon entdeckt, weil da sagt man nämlich nichts dazu. Was ist das denn hier? Verrottete Larvenklinge. Ja, weil ich mich verirrt habe, habe ich die gefunden. Bevor es in der Nacht allerdings noch heiß herging, werde ich einen kleinen Cut machen und wir werden den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.